Es ist die größte europäische Zusammenkunft der Hackerszene. Die Jahrestagung des Chaos Computer Clubs. Nach dreijähriger Pause wegen der Corona-Pandemie findet die Konferenz nun erstmals wieder in Präsenz statt. Drei Tage lang sollen in Hamburg die wichtigsten digitalen Themen unserer Zeit debattiert werden. Unlocked. Also entsperrt, freigeschaltet, heißt die diesjährige Überschrift. Und vorab hieß es, es werde vor allem dorthin geguckt, wo Technik gefährlich werden kann. Und darüber sprechen wollen wir jetzt mit Frank Rieger vom Chaos Computer Club. Hallo zunächst nach Hamburg. Hallo. Ja, welche sind das denn? Welche Gefahren? Wo liegen die? Wir gucken uns ja schon seit geraumer Zeit die Probleme an, die so eine Gesellschaft mit Technologie haben kann, und versuchen das ein bisschen zu begleiten als Chaos Computer Club. Gerade ist natürlich das Thema künstliche Intelligenz, Machine Learning, ein sehr wichtiges Thema, das wir uns anschauen, aber auch sowas wie Abhängigkeit von Herstellern, die die Kontrolle über Geräte haben, die unseren Alltag bestimmen. Wir schauen uns auch an, was machen Behörden, was machen Sicherheitsorganisationen mit Technik und wie beeinträchtigen die Privatsphäre von Menschen? Was sind die Schwierigkeiten, die dadurch entstehen, dass wir immer mehr Daten über uns preisgegeben haben und immer mehr preisgeben? Also quasi so die Themen, die wir schon seit vielen Jahren anschauen, aber eben auf den aktuellen Stand der Technologie gebracht. Tja, dazu passt vielleicht eine Meldung von heute Vormittag, dass Doktoranden der TU Berlin einen Tesla gehackt und den Autopiloten mehr oder weniger übernommen hätten. Das ist ja nun für uns Laien zumindest eine neue Dimension, wenn man so will. Sind denn die Gefahren insgesamt in den letzten Jahren größer geworden? Was sagen Sie? Naja, im Vergleich zu was? Also man sieht mehr, wir wissen inzwischen mehr darüber, wie die Gefahren aussehen, was die Probleme sind. Es gibt mehr Angriffsmöglichkeiten, die man ausprobieren kann, aber es gibt eben auch sehr viel mehr Kriminalitäter, die diese Angriffsmöglichkeiten kommerziell ausnutzen. Letzten Endes steigt die Gefahr mit der steigenden Abhängigkeit von digitalen Systemen in unserem Alltag, in unseren Gesellschaften, wie jetzt zum Beispiel beim Thema Autopilot, wo es auch dringend nötig ist, dass der jemand mal reinguckt und sagt, okay, wie sieht es denn eigentlich wirklich aus? Weil die Hersteller sind extrem geheimniskrämerisch. Die sagen nicht wirklich, wie die Systeme trainiert wurden. Die Angriffe reißen nicht ab. Das heißt also, insgesamt kann man schon sagen, mit der zunehmenden Abhängigkeit von digitalen Systemen steigt auch die Gefährdung unseres Alltags. Das hat ja die Politik auch erkannt. Und Sie als Chaos Computer Club, Sie fungieren ja mittlerweile auch so eine Art als Ratgeber der Politik, als Sachverständige. Die EU, die hat sich ja kürzlich in puncto KI auf ein umfassendes Regelwerk anhand von verschiedenen Sicherheitsstufen geeinigt. Was meinen Sie denn, sind diese Regelungen aus Ihrer Sicht ausreichend? Es ist ein bisschen gemischt. Also einige von diesen Regelungen sind sehr sinnvoll, insbesondere was Transparenz angeht, was die Notwendigkeit angeht, dass man als Mensch ein Recht hat, mit einem Menschen zu reden, wenn eine Maschine über einen selbst eine Entscheidung getroffen hat. An anderen Stellen sind die Regeln vielleicht ein bisschen zu eng, ein bisschen zu wenig experimentierfreudig. Wir sind immer große Freunde von Sachen ausprobieren und dann korrigieren. Das heißt also explizit sagen, wir probieren jetzt mal Sachen aus mit der klaren Ansage, wenn wir in einem Jahr sehen, oder in zweien, dass es schiefgegangen ist, dann wird es auch wieder zurückgerollt. Wir denken, dass diese Mechanismen, die da beschlossen wurden, ein Schritt in die richtige Richtung sind, aber an einigen Stellen halt auch dafür sorgen werden, dass Europa möglicherweise zurückfällt. Wir denken, dass man da proaktiv agieren sollte. Das heißt also, dass die EU selbst das Heft des Handelns in die Hand nehmen sollte und KI-Entwicklung fördern sollte, die unseren ethischen, moralischen Maßstäben entspricht. Aber da würde ich gerne kurz nachhaken. Kann man denn wirklich immer wieder diesen Schritt zurückgehen, die Rolle rückwärts machen, wenn man gemerkt hat, oh, das war vielleicht ein Schritt zu weit? Natürlich, wenn wir uns die Datenschutzgrundverordnung angucken, ist es halt so, dass da waren wir ja schon ganz schön weit. Das heißt, da war die Datennutzung von insbesondere Unternehmen schon sehr weit gediehen. Und die Datenschutzgrundverordnung hat dafür gesorgt, dass die Sachen eingeschränkt wurden, dass Daten wieder gelöscht werden mussten. Natürlich sieht man auch da wieder, dass es Nachkorrekturbedarf gibt. So, wir wollten eigentlich Datenschutz und haben jetzt halt lauter Cookie-Banner bekommen, die abfragen, ob man jetzt irgendwie getrackt werden möchte oder nicht. Das war natürlich nicht der Sinn und das Ziel dieser Sache, aber man muss dann halt nachkorrigieren, man muss nachsteuern. Die digitale Welt entwickelt sich sehr schnell. Man kann da nicht mit statischen Gesetzen agieren, sondern muss sagen, okay, wir gucken uns alle 2-3 Jahre an, welche Auswirkungen hatten unsere Regelungen, welche Auswirkungen hatten unsere Gesetze und steuern dann nach.
Nun ist ja mit dem Aufkommen von ChatGPT und anderen Anbietern ein regelrechter Hype um KI entstanden, um künstliche Intelligenz. Ist der denn berechtigt aus Ihrer Sicht? Wird KI unser Leben tatsächlich so umfassend beeinflussen? Ich denke, KI wird unser Leben da beeinflussen, wo die Leistung, die wir bisher als Kreativität oder Denken gesehen haben, sich dann so als mehr so Gebrauchsdenken und Gebrauchskreativität herausstellen. Das heißt also, wo es nur um Zusammenfassung von bereits gedachten Dingen und bereits geschriebenen Dingen geht, da werden diese Machine Learning und KI-Systeme einen extrem großen Einfluss haben. Es wird viele Menschen geben, deren Tätigkeiten sich ändern, deren Jobs sich ändern, deren Erwartungen an wie viel Produktivität sie leisten können, sich stark ändern. Also die Umwälzungen werden da sein. Sie werden anders aussehen, als wir jetzt gerade erwarten. Das ist eigentlich immer so bei so technologischen Umwälzungen, dass Sachen überraschend sind. Ich war neulich zum Beispiel sehr überrascht davon zu sehen, dass Radiosender jetzt anfangen, ihre Wetter- und Verkehrsnachrichten von KI-generierten Stimmen vorlesen zu lassen. Ich glaube, das hatte bisher auch niemand so richtig auf dem Radar. Das heißt, es wird auf jeden Fall Umwälzungen geben. Wie die genau aussehen werden, werden wir dann tatsächlich erst in der Praxis erleben. Aber andererseits berichten wir ja auch immer wieder darüber, dass Menschen Angst und immer mehr Angst vor dieser digitalen Welt haben. Denken wir nur an Deepfakes zum Beispiel. Schwindet denn durch KI nicht auch das Vertrauen in die digitale Welt? Ja, auf jeden Fall. Also die Möglichkeit, Inhalte zu generieren, die so aussehen oder sich so lesen, als würden sie von bekannten Quellen kommen, schränken halt die Wahrnehmbarkeit der Welt ein. Das heißt also, die Frage, wie können wir über digitale Medien eigentlich noch uns ein Bild der Welt machen, ist auch eines der Themen, die wir auf dem Kongress hier diskutieren. Da geht es auch darum, herauszufinden, was sind eigentlich Wege und Mittel, um, sagen wir mal, die Wahrheit noch erkennen zu können, um uns noch informieren zu können, um nicht auf solche Deepfakes und ähnlichen Dinge reinzufallen. Das ist ein sehr großes Thema bei uns hier dieses Jahr. Und eben IT-Sicherheit, das ist ja auch immer ein großes Thema auf Ihrem Kongress. Immer mehr Daten werden ja gespeichert. Mhm. Wir haben das vorhin schon gesagt. Wie sicher sind denn unsere Daten insgesamt? Vielleicht nochmal als Fazit. Wie ist Deutschland da aufgestellt? Das ist sehr gemischt. Es gibt einige Bereiche, da sind wir ganz gut aufgestellt. In anderen Bereichen sieht es leider sehr elend aus. Also da haben wir keine großen Fortschritte gemacht, was jetzt irgendwie die Sicherheit von unseren Daten angeht, sowohl bei Unternehmen als auch bei Behörden, so, dass das Bewusstsein allmählich steigt, dass es ein Problem ist und dass man sich wirklich ernsthaft kümmern muss. Aber wir haben da eigentlich nicht wirklich große Fortschritte gemacht in den letzten Jahren. Sagt Frank Rieger vom Chaos Computer Club. Dankeschön für dieses Gespräch nach Hamburg. Vielen Dank.